Die Zeit für Experimente mit Klimaschutzmaßnahmen in der Wirklichkeit ist zu Ende. Deshalb entwickelt Sciara Zeitreisen in die Klimazukunft als wissenschaftliches Online-Spiel. Hallo, wir sind Sebastian Kutscher und Daniel Tamberg, die Gründer von Sciara. Stell dir folgende Situation vor. Die Bundesregierung diskutiert Maßnahmen gegen den Klimawandel. Alle wissen, dass sie jetzt handeln müssen. Hunderttausende fordern auf den Straßen mutige Entscheidungen. Doch die Regierung zögert. Sie hat Angst, Wähler zu verlieren. Und wer kann es ihr verdenken? Nicht jeder ist ein begeisterter Klimaschützer. Wenn die Regierung jetzt Maßnahmen durchdrückt, die von vielen Menschen nicht akzeptiert werden, könnte die nächste Wahl zum Desaster werden. Für die Gesellschaft und für das Klima. Was also tun? Man müsste in die Zukunft schauen können, um herauszufinden, wie Menschen und Wirtschaft tatsächlich reagieren würden. So könnte man die Veränderungen in die Wege leiten, die voraussichtlich funktionieren. Doch wer kann schon in die Zukunft sehen? Stell dir vor, du könntest das. Mit Hilfe eines Online-Simulationsspiels reist du durch die Zukunft unseres Planeten und wirst dort mit deinen Erlebnissen Teil der Klimafolgenforschung. Du spinnst dabei deine eigene Lebensgeschichte in eine mögliche Zukunft fort. Entscheide je nach Situation über deinen zukünftigen Lifestyle. Wofür wirst du Geld ausgeben? Worauf kannst du verzichten? Was lässt deine Augen so leuchten, dass du es trotz allem unbedingt haben willst? Fährst du SUV oder Fahrrad? Und was macht all das mit deinem Kontostand? Du bleibst dabei nicht allein. Hunderte bis Tausende spielen gleichzeitig mit dir. Ihr alle seht, wie sich eure Umwelt und der Planet infolge eurer Entscheidungen verändern werden. Auf Basis wissenschaftlicher Modelle und anschaulich dargestellt. Welche Städte werden vom steigenden Meeresspiegel bedroht? Wie viele extreme Hitzenächte musst du aushalten? Wie viel werden wir ernten? Wie ergeht es unserem Wald und anderen wichtigen Ökosystemen? Ihr reagiert auf neue Gesetze und müsst mit eurem begrenzten Budget haushalten. Ihr kommuniziert, ihr begeistert, ihr bremst, ihr beeinflusst einander. Wie im richtigen Leben. Genauso ein System für Klimazeitreisen entwickeln wir seit Juni letzten Jahres bei Sciara. Du wirst per PC oder Smartphone an diesem Spiel teilnehmen können. Kostenlos und anonym. Dabei ist völlig egal, wie du selbst zum Klimawandel stehst. Jede Klimazeitreise ist Teil eines wissenschaftlichen Experiments. Wir wollen damit herausfinden, welche Maßnahmen gegen den Klimawandel akzeptiert, unterstützt oder abgelehnt werden. Damit gibst du der Politik und der Wirtschaft die Chance, Entscheidungen zu treffen, die wirksam sind und gesellschaftlich akzeptiert werden. Sciara ist eine Non-Profit-Organisation. Mit unseren Einnahmen entwickeln wir unser System weiter. Wenn etwas übrig bleibt, spenden wir es an Umweltorganisationen. Teilhaber von Sciara sind neben uns beiden 6 mittelständische IT-Unternehmen. Und das hier ist das Team von Softwareprofis, das seit gut 7 Monaten an diesem Projekt arbeitet. Wer unterstützt uns? Sciara wird wissenschaftlich begleitet vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das auch die Bundesregierung berät. The Sciara program is unique in this sense. It is getting citizens on board in a modeling exercise for transformations towards a safe and just future for humanity. We at the Potsdam Institute for Climate Impact Research back this initiative as a core science partner, and we need your help in participating in this unique effort. So please do support the Sciara project.